Sehr sweet. Die habe ich nur gekauft, um den Hammer mal abzugraden. Nicht wundern. Was bist du eigentlich nochmal? Ach, Todesengelsense. Shit. Dann nehme ich noch eine grüne Waffe. Ja, Schaden geht hoch und so, Chance auf Crit, Feuerschaden, Zorn oder Eisschaden. Eisschaden sogar eine ganze Menge. Aber Chance auf Crit ist wichtig. Ich nehme die Chance auf Crit. Kraft, Verteidigung, kritischer Schaden. Damage. Oder Feuer. Und er ist sogar schon fast stärker. Nice. Gut, dann heißt das jetzt ganz viele Waffen sammeln, um das Ding abzugraden. Bis zum nächsten Mal. Abgesehen davon, einen Hammer zu haben, ist ganz praktisch gegen viele Gegner. Schon alleine deswegen. Boom! Da fällt mir ein, ich kann noch Sachen verkaufen. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. So. Du weißt, wo du mich finden kannst. So, ab in die Schmiedelande. Ach Quatsch, wo renn ich denn hin? Ab zum Fjord. Das Wort ist komisch. Fjord. Fjord, Fjord, Fjord. Der ist tot.
Und ich wusste, dass du deine Waffe droppst. Die Großen droppen immer Waffen. Erstmal wieder die Kleve anlegen, die macht einfach momentan mehr Damage. Den habe ich nie bemerkt. Genauso wie den da drüben. Nee, das ist keiner. Deswegen habe ich den auch nie bemerkt, weil ich den für so einen komischen Kristall gehalten habe. Das Essen ist serviert. Bon Appetit. Lecker. Ach, man muss immer 3 Steine abgeben. Okay, auf jeden Fall sind wir ein bisschen stärker geworden. Ach, wenn wir einmal hier sind, ab zu Vulgrim. Endlich durch dieses verschrobene Portal kommen. Ich muss alleine gehen. Hierher. Shut up. So. What the fuck? Du kriegst so eine Krise. Komm näher und sieh, was Vulgrim zu bieten hat. Das ist doch nervig ohne Ende. Da ist die Bombe. Das ist das Portal. Ihr wollt mich trollen, oder? Das ist der verdammt nochmal einzige Weg da rein.
Bullshit! Komm näher und sieh, was Wulgrim zu bieten. Das ist kein Ort für ein Pferd. Es geht mir gerade tierisch auf die Eier. An die Kiste komme ich irgendwie auch nicht ran, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da rüberkommen soll. So ein Nonsens. Scheiß drauf, zurück zum Baum und ab ins Reich der Dämonen. Willkommen am Schattenrand, Reiter. Und jetzt geh, wie die Krähe fliegt. Sonst ist dein Bruder verloren. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sollte er auch. Dies ist die dunkle Spiegelung des Kristallturms. Ein Reich, in dem Dämonen anstatt Engel Wache halten. Aber das Verderben hat ihren Blick nach innen gerichtet. Und was sie dort sahen, hat sie zerstört. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist darin, festgehalten von einem mächtigen Meister. Na dann, neuer Fähigkeitspunkt. Eckig mal die Ulti lernen. Und den können wir auch lernen, das ist sehr cool. Mal erstmal ausprobieren, die beiden Skills. Ach, das ist der Fluch wie aus der 1.
Okay. Ich finde den Tornado irgendwie besser. Ich werde den Tornado mal auf Max ziehen. Dauer 8 Sekunden. Nice. Die verdammten Zorntränke funktionieren immer noch nicht. Ich check das nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Ghule wieder ins Dings rufen. Die andere Ulti ist nicht so cool. Jedenfalls noch nicht. Jawohl, so geht's. Also besonders groß scheint die Map jetzt nicht zu sein. Es gibt zwar noch den Schattenrand. Da vorne ist ein Briefkasten. Aber das war's dann. Leider noch keine weitere Etappe für die Feuerprobe. Buchseite. Sweet. Ein Relikt und eine richtig dicke Truhe. Sehr schön. Krähensense, ähnlich wie der Krähenhammer. Ebenso wie die dunkle Festung selbst, sind diese Sensen in Geheimnisse gehüllt und strahlen die finstere Aura ab, die die Energie jener aufsaugt, die an ihren Träger übertragen werden kann. Die sie angreifen. Ja, der Fastbild gerade, aber was soll's. So, da, für Level 22, Zornentzug. Gesundheitsentzug ist zwar 10% weniger, aber immer noch 7%, was ziemlich geil ist. Und der Damage geht hoch. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Upgradebar sind sie nicht, aber sie sind stärker und haben immer noch einen ziemlich dicken Gesundheitsentzug und zusätzlich Zornentzug. Die klingen gar nicht mal so bad. Damit wäre es das, glaube ich, für das Rätsel hier. Und wir gehen weiter. Echt jetzt? Du? Willkommen im Reich der Finsternis, Reiter. Wenn du mir folgst? Nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um Dämonen von ihren Münzen zu trennen. Und du? Um sie von ihren Seelen zu trennen. Sind wir so verschieden? Ich suche nach einem Schlüssel. Aber natürlich. Samael verwahrt viele Wunder in den Kammern um den schwarzen schon. Stein. Ich bin gekommen, um das Wenige zu erhandeln, von dem er sich trennen kann. Doch ich fürchte, es ist nicht alles gut im Roten Hof. Samael würde sein Reich niemals so weit ins Nichts gleiten lassen. Nimm dich in Acht vor dem, was du auf Samaels Thron findest. Und wen? Gerüchte sind alles, was dem Krubel entkam. Von einer irren Königin, Lilith, die noch immer an ihrer Herrschaft festhält. Lilith, warum überrascht mich das nicht?
Erstmal das Relikt verkaufen. Haben wir ja gerade erst bekommen. Und einen neuen Fertigkeitspunkt. Ja, nice. Das werde ich gut gebrauchen können. Ich habe von diesem Ort gehört. Der schwarze Stein. Ja, der Thron von Samael. Der Blutprinz. Der rote Wanderer. Er hat viele Namen, doch nur ein Zuhause. Nicht viel übrig. Das Verderben verschlingt den schwarzen Stein so wie zahllose Welten zuvor. Und die Schmiedelande, die Ebenen der Untoten, sogar die Erde. Das ist das Verderben? Was will es? Das Ende der Existenz selbst. Und stattdessen das Nichts. Und wie können wir es bekämpfen? Gar nicht. Dein wertvolles Gleichgewicht dient nur dazu, seine Hand festzuhalten. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Meine Vermutung ist, in diesem Teil befreien wir unseren Bruder und im dritten Teil, wenn ihr dann endlich in, keine Ahnung, 200 Jahren rauskommt, werden wir zu viert gegen das Verderben vorgehen. Meine Vermutung und eventuell sogar Hoffnung, weil das eine coole Storyline wäre. Samael war dabei, als ich die Nephilim bekämpfte. Zweifellos schaute er interessiert zu. Der Dämon Samael spielt sein eigenes Spiel. Und wir sind seine Spielfiguren. Danke für die Information. Ich muss alleine gehen. Habe ich jetzt den ganzen Weg bis... ich dachte schon, ich muss wirklich den Fuß dackeln. Halt, wartet mal. Oh, guckt mal, die vierte Tür. Aber dazu fehlen uns noch reichlich Buchseiten. Das ist kein Ort für ein Pferd. Du hast doch bloß Angst, dass dein Arsch zu fett ist. Ungelogen, da oben hängt ein verdammtes schwarzes Loch. Kraftwerk für die Decke auf dem Kopf. Das ist nicht Samael. Was war das jetzt? Eine Schockreaktion? Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lelith. Hui. Ich hätte sie mir grässlicher vorgestellt. Wirfst du mir Versteckspiel vor? Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen? Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen, wenn nicht um deine Sünde ungeschehen zu machen? Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Hat die mir gerade die Portalkanone geklaut? Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren. Zu Samaels Festung vor seinem Fall. Und den Dämonenschlüssel finden.
Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. Du bist eine Bitch. Phasenläufer. Interessant. Eine erweiterte Version des Leereläufers. Er kann nun ein Loch in Gegenwart und Vergangenheit reißen, wodurch Zeitreisen möglich sind. Das ist neu. Ach ja, ich habe ja neuen Fertigkeitspunkt bekommen. Eine Buchseite. War klar, irgendwas muss ich, oder? Was genau soll das hier darstellen? Außer einem sinnlosen Altar? Vielleicht schmeiße ich sie irgendwann da rein. Ob ich da durchlaufen kann? Kann schon? Sollte? Nicht. Immer brav alles zerstören, könnten ja geheime Kisten bei rauskommen. In diesem Fall allerdings eher nicht. Ha, ich wusste, die hat noch mehr Informationen. Was führt dich ins Amalsreich? Ich werde von Macht angezogen. Und kein Dämon, in welchem Reich auch immer, kommt an jene von Samael heran. Er hätte über uns alle herrschen können, doch jetzt ist er fort. Und dieses Schicksal fällt wieder meinen Kindern zu. Bring die Nephilim zurück. Dann wird die gesamte Schöpfung dir gehören. Doch zu welchem Preis? Ich glaube nicht, dass Samael einfach verschwunden ist. Tod, mein Lieber. Du weißt so wenig über die Reiche der Hölle. Es wird eine neue Ordnung kommen, die auf den Sturz der Menschheit baut. Alle Dämonen streben nach Macht. Wenn Samael fehlt, wird er nicht der Einzige sein. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo der Schlüssel zu finden ist. Ich teile das Bett mit Samael, nicht seine Geheimnisse. Wenn du den Schlüssel willst, musst du mit ihm selbst sprechen. Erstens unsere Mutter. Zweitens Irr. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sie mit diesem gigantischen Flügelvieh verkehrt. Wer jetzt an ein anderes Wort gedacht hat, soll sich schämen. Okay, also jetzt Zeitreisen. Interessant. Käfer. Na, und da ist auch schon der erste Chronopunkt. Das da sieht nach einer Statue aus. Brauche ich etwa nur einen? Dafür. Tatsache. Und das erste, was wir finden, ist eine Diamantmünze.